Bei uns jetzt Niki Hedl, es geht los international. Europacup-Abend gegen Lecher aus Danzig. Wie gehst du persönlich, wie geht die Mannschaft in dieses Spiel? Ah ja, wir freuen uns natürlich alle riesig auf das Spiel. Das war unser Ziel, dass wir international spielen dürfen und jetzt müssen wir beweisen, dass wir dort auch hingehören. Und ja, da müssen wir das Spiel halt gewinnen. Ich weiß, ihr habt jetzt noch die ein oder andere Besprechung vor euch, auch das Abschlusstraining, aber trotzdem, was wisst ihr schon über den Gegner? Ist Rapid Favorit? Ist der Gast aus Polen Favorit? Wie würdest du das einschätzen? Ja, Favoritenrolle, glaube ich, gibt es keine. Wir sind Rapid und ich hoffe, dass wir gewinnen werden. Bei dir ist wahrscheinlich jetzt eine besonders positive Woche, wenn ich so sagen darf. Unser Trainer und auch der Dortmund-Trainer haben bekannt gegeben, dass du sozusagen die Nummer 1 jetzt zur Saisonstart bist. Hast du das erwartet und bist sehr happy damit oder nur ein bisschen happy? Ja, natürlich bin ich sehr happy über die Entscheidung. Erwartet habe ich sicher nicht. Ich habe natürlich versucht, immer mein Bestes zu geben in jedem Training, in jedem Testspiel. Und ja, freue mich jetzt irrsinnig auf die bevorkommenden Aufgaben. Hand aufs Herz, als Torhüter sagt man immer ein bisschen Einzelsportler, trotzdem bei dir und dem Ball glaubt man zumindest von außen, ihr seid ein richtig gutes Team. Täuscht das oder ist das wirklich so? Nein, das ist wirklich so. Ich glaube, dass ich und der Pauli fast schon ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben. Wir helfen uns immer gegenseitig, egal ob ich spiele oder ob er gespielt hat damals. Und ja, ich glaube, dass das Kollektiv da stark ist und ja, zusammen sind wir stark. Nur eine Frage kurz zum morgigen Spiel und am Sonntag geht es ja auch schon wieder weiter gegen die SV Ried in der Bundesliga, aber jetzt natürlich einmal Fokus auf Europa. Ich glaube, in einem der ersten Interviews, was wir gemacht haben, hast du erzählt, wie groß nicht das, ja, die Gänsehaut war, wie du vor einem vollen Block West, vor einem ziemlich vollen Block West die ersten Spiele bestritten hast. Wie wichtig wird morgen der 12. Mann für euch sein oder für dich persönlich auch? Ich glaube, es ist noch immer ein Gänsehautmoment, wenn ich da rausgehen darf und den Block West, das volle Stadion, sehen darf. Und natürlich wird es morgen wichtig sein, dass viele Fans kommen. Ich hoffe natürlich, dass viele Fans kommen und uns lautstark unterstützen. Das hoffen wir alle und vor allem hoffen wir auf einen Sieg in Grün-Weiß für Rapid. Danke, Niki. Danke. Ferdi, die Stimmung ist offensichtlich gut. Morgen erstes Europapokalspiel in der neuen Saison und wahrscheinlich vielleicht das internationale Debüt für Rapid für Bernie Zimmermann. Rechnest du damit, dass du morgen auflaufen wirst? Also ich hoffe schon und wenn es natürlich der Fall ist, werde ich alles geben, damit wir erfolgreich die Partie gewinnen. Ja. Jetzt kommt mit Lechia Danzig, ein Gegner, der jetzt in Österreich nicht so bekannt ist. Wie würdest du die Favoritenrolle einschätzen? Was weißt du schon über den Gegner? Ja, wie gesagt, wir sind beide erst, also ist fast das erste Pflichtspiel für uns, weil wir ein Cup-Match gehabt haben. Also natürlich brauchen wir noch ein bisschen, bis wir voll da sind, aber ja, wir denken nicht viel darüber nach. Wir haben einen absoluten klaren Matchplan und den werden wir durchziehen und dann gewinnen wir die Partie. Das haben uns schon oft auch viel routiniertere, erfahrenere Kollegen von dir gesagt. Europapokal am Abend in Hütteldorf ist immer, noch immer was Besonderes, was anderes als das Tagesgeschäft, das auch wichtig ist. Ist da ein bisschen eine spezielle Anspannung, Vorfreude bei dir oder gehst du das ganz normal an? Ja, natürlich. Also wie es in letzter Zeit war, habe ich es, wenn du nur vom Fernsehen mitkriegst und natürlich bin ich richtig froh, dass ich es mal live miterleben darf. Jetzt wissen wir, du bist ein sehr emotionaler Spieler, selbst beim Testspiel gegen Celtic aus Glasgow bist du ein bisschen abgegangen vor dem Block West. Wie wichtig wird dir wieder sein oder euch allen die Unterstützung von den Rängen? Ja, natürlich, das ist wie ein 12. Mann für uns und wir freuen uns natürlich, wenn so viele wie möglich kommen und dann gewinnen wir gemeinsam und dann feiern wir wieder gemeinsam. Das hoffen wir alle. Vielen Dank, Bernie. Danke. Ja, Nicolas Kühn jetzt bei uns. Nick, jetzt ein gutes Monat Rapidler. Erstes Pflichtspiel hinter dir, erstes Heimspiel gegen Celtic, war fast ein Bewerbsspiel. Bevor wir zum Spiel gegen Danzig blicken, wie ist er die letzten Tage, Wochen ergangen? Wie hast du dich eingelebt? Ja, natürlich immer besser. Das Team immer besser kennengelernt und ja, jetzt sind wir bereit fürs Spiel. Wie hat dir so das erste Wochenende in Hütteldorf gefallen? Ist jetzt schon wieder ein paar Tage aus, aber das war eben das Match gegen Celtic, der Tag der offenen Tür, Saisonstartfest. Für dich als Neuzugang ein schönes Erlebnis? Ja, natürlich. War super. Das erste Spiel zu machen, war schön und jetzt freue ich mich auf mehr. Wir fragen, wie es da prinzipiell geht. Du hast uns im Trainingslager noch erzählt, du hast ein bisschen noch Nachwirkungen von der Corona-Erkrankung gehabt. Jetzt, wenn man es so gesehen hat, als Laie hat man nichts mehr gemerkt. Bist du wieder voll auf 100%? Ja, ich bin bei 100% und ja. Jetzt möchte ich natürlich zeigen, was ich kann. Und jetzt kommt gleich Europapokal, ist auch für dich ein Debüt. Internationale Club-Ebene. Wie groß ist da die Vorfreude, vielleicht ein bisschen Aufregung auch dabei? Ja, Vorfreude ist sehr groß. Aufgeregt bin ich jetzt nicht, aber ich hab natürlich immer Spaß zu spielen und es wird jetzt was Besonderes für mich auch. Ja. Dann hoffen wir, dass das ein erfolgreiches Debüt wird und wünschen alles Gute, verletzungsfrei bleiben und
dann morgen auf hoffentlich eine gute Stimmung und 3 Punkte. Dankeschön. Es gibt ja keine Punkte, aber zumindest einen Sieg. Ja, genau.